Cornelia Kraus und ich bin Lehrerin an der Deutschen Schule in Dubai. Jetzt lese ich die Fortsetzung des Robinson Crusoe Projekts der Deutschen Schule. Ein Buch für alle, alle für ein Buch. Achtes Kapitel. 16. Juni. Als ich an den Strand hinabging, sah ich zum ersten Mal eine Seeschildkröte. Es war augenscheinlich mein Pech, dass ich jetzt erst eine entdeckte, denn sie waren hier durchaus nicht selten. Und wenn ich zufällig auf der entgegengesetzten Seite der Insel gelebt hätte, wären sie mir täglich zu Hunderten begegnet, wie das später wirklich der Fall war. Vielleicht hätte ich sie jedoch teuer bezahlen müssen. 17. Juni. Dieser Tag ging mit der Zubereitung meiner Schildkröte hin, in der ich 60 Eier fand. Ihr Fleisch kam mir angenehmer und schmackhafter vor als jedes andere, das ich in meinem Leben gekostet hatte. Besonders, da ich nur auf die von mir erlegten Ziegen und Vögel angewiesen war. 18. Juni. Es regnete den ganzen Tag und ich ging nicht aus meiner Wohnung. Der Regen kam mir kalt vor und ich fror, was in diesen Breiten etwas Ungewöhnliches war. 19. Juni. Ich fühlte mich gar nicht wohl und schauerte, als wenn es kalt gewesen wäre. 20. Juni. Ich hatte die ganze Nacht keine Ruhe, sondern fieberte und litt unter heftigen Kopfschmerzen. 21. Juni. Es ging mir sehr schlecht und ich erschrak fast zu Tode aus Furcht, in meiner traurigen Lage ernstlich krank zu werden und jeglicher Hilfe entbehren zu müssen. Zum ersten Mal seit dem Sturm auf offener See bei Hull betete ich zu Gott. Aber ich wusste kaum, was ich sagte. Meine Gedanken verwirrten sich. 22. Juni. Ich fühlte mich etwas besser, fürchtete mich aber immer noch vor einer schweren Krankheit. 23. Juni. Mein Zustand wurde immer schlimmer. Eiskalte Schauer durchrieselten mich und ich hatte heftiges Kopfweh. 24. Juni. Heute ging es viel besser. 25. Juni. Heftiges Fieber. Während des Anfalls, der 7 Stunden dauerte, wechselten Kälte und Hitze. Danach ermattender Schweiß. 26. Juni. Ich fühlte mich bedeutend wohler und da ich keine Lebensmittel mehr hatte, nahm ich meine Flinte, bemerkte jedoch, dass ich sehr geschwächt war. Ich schoss aber trotzdem eine Ziege, die ich mit großer Anstrengung bis zu meiner Wohnung schleifte. Ich röstete einige Stücke über dem Feuer und verzehrte sie. Ich hätte sie lieber gekocht, um eine kräftige Fleischbrühe zu bekommen. Allein mir fehlte der Topf. 27. Juni. Das Fieber kehrte mit solcher Heftigkeit zurück, dass ich den ganzen Tag ohne zu essen oder zu trinken im Bett zubrachte. Ich lechzte nach Wasser, fühlte mich aber zu geschwächt, welches zu holen. Ich rief Gott abermals an, aber in einem Zustand völliger Verwirrung, so dass ich nicht einmal wusste, wie ich mich mit dem Schöpfer unterhalten sollte. Ich lag auf meinem Bett und rief ein um das andere Mal: Herr im Himmel, sieh auf mich herab! Herr, erbarme dich meiner! Vermutlich habe ich 2 bis 3 Stunden lang nichts anderes getan, bis ich einschlief und erst spät in der Nacht erwachte. Jetzt fühlte ich große Erleichterung, aber ich war sehr ermattet und hatte brennenden Durst.
Da ich jedoch kein Wasser hatte, musste ich bis zum Morgen im Bett bleiben und entschlummerte wieder. Während dieses Schlafes hatte ich folgenden schrecklichen Traum. Mir war, als läge ich außerhalb meiner Umzäunung auf der Erde. Plötzlich erblickte ich einen Mann, der in einer lodernden Flamme aus einer dicken schwarzen Wolke zur Erde herniederstieg. Von Kopf bis Fuß umgab ihn ein so blendender Glanz, dass ich meine Augen nicht mehr auf ihn heften konnte. Seine Haltung war schreckeneinflößend und ich finde keine Worte, um sie zu beschreiben. Als er den Fuß auf die Erde setzte, schien mir der Boden zu erzittern, wie während eines Erdbebens, und es war mir, als durchzuckten Blitze die ganze Luft. Kaum stand er auf der Erde, kam er mit einem langen Spieß in der Hand auf mich zu, um mich zu töten. Und als er einen in meiner Nähe liegenden Hügel erreicht hatte, redete er mich an und ich vernahm eine so furchtbare Stimme, dass ich das Entsetzen nicht auszudrücken vermag, das mich ergriff. Nur so viel verstand ich, dass er unter anderem Folgendes zu mir sagte. Weil all diese Ereignisse dich nicht zur Reue bewegen konnten, sollst du sterben. Zugleich kam es mir vor, als erhebe er seinen Speer, um mich zu töten. Wer je diese Erzählung liest, der erwartet nicht, dass ich ihm die Todesangst schildere, die ich während dieses schrecklichen Traumgesichts empfand. Ja, ich fühlte sogar körperliche Schmerzen und ich vermag ebenso wenig den Eindruck zu beschreiben, den es in meiner Seele hinterließ, selbst nachdem ich erkannt hatte, dass es nur ein Traum gewesen war. Die Erkenntnis Gottes war leider aus meinem Geist verschwunden. Als mein Gemüt meinem Leiden unterlag und mein Körper durch die Fieberhitze erschöpft war, da erwachte endlich mein lange schlummerndes Gewissen. Ich warf mir mein vergangenes Leben vor und erinnerte mich der guten Lehren meines Vaters und seiner Prophezeiungen, dass, wenn ich diesen tollen Streich ausführte, Gott mir seinen Segen nicht dazu geben und ich in einer hilflosen Zukunft Muße genug haben werde, über die Missachtung seines väterlichen Rates nachzudenken. 28. Juni. Da der Schlaf mich etwas erquickt hatte und mein Fieberanfall ganz vorüber war, stand ich auf. Zwar hatte das Entsetzen über meinen Traum sich wenig gemindert. Indessen überlegte ich doch, dass mein Fieber am folgenden Tag wiederkehren könnte und ich folglich die Zeit nutzen müsse, um mir etwas zur Stärkung und Erfrischung zu besorgen. Zuerst füllte ich eine große viereckige Flasche mit Wasser und stellte sie auf den Tisch in der Nähe meines Bettes. Um aber dem Wasser seine fiebernfördernden Eigenschaften zu nehmen, goss ich etwa einen Schoppen Rum dazu. Hierauf holte ich ein Stück Ziegenfleisch herbei und röstete es über dem Feuer, konnte aber nur wenig davon essen. Ich verließ meine Wohnung, um mich etwas zu ergehen, doch ich war sehr schwach und niedergeschlagen ob meiner elenden Lage, und es ergriff mich schreckliche Angst vor der Rückkehr meines Übels. Am Abend bereitete ich mir ein Essen. Es bestand aus 3 Schildkröteneiern, die ich unter der Asche kochte. Dies war, so viel ich mich entsinnen kann, in meinem Leben der erste Bissen, zu dem ich mir den Segen des Himmels erbat. Allein ich war viel zu erregt und empfand keine Lust zum Schlafen. Ich warf mich auf meinen Stuhl und zündete meine Lampe an,
denn es war unterdessen Nacht geworden. Ich konnte mich des Gedankens an die Rückkehr meiner Krankheit nicht erwehren. Da fiel mir ein, dass die Brasilianer bei allen Krankheiten kein anderes Mittel verwenden als ihren Tabak und dass ich in einer meiner Kisten noch ein Stück getrockneten und auch etwas grünen Tabak hatte. Ich ging zu meiner Kiste und entdeckte dort zugleich ein Heilmittel für meine Seele und für meinen Körper. Denn ich fand nicht nur den gesuchten Tabak, sondern unter den wenigen geretteten Büchern, die sich darin befanden, auch eine Bibel, die ich, teils aus Gleichgültigkeit, teils aus Mangel an Muße, bis jetzt noch nicht angerührt hatte. Ich nahm sie mit und legte sie nebst Tabak auf meinen Tisch. Ich wusste nicht, was ich mit dem Tabak anfangen sollte und ob er meiner Gesundheit zuträglich werden oder die Krankheit verschlimmern könnte. Zuerst nahm ich ein Stück von einem Blatt in den Mund und kaute es. Das betäubte mir aber alsbald das Gehirn, weil der Tabak grün und stark und ich nicht daran gewöhnt war. Dann begoss ich einige Blätter mit etwas Rum und ließ sie etliche Stunden stehen, um vor dem Schlafengehen diesen Trank zu mir zu nehmen. Schließlich zündete ich etwas davon an und hielt die Nase darüber, und zwar so nahe, wie die Hitze und der aufsteigende Qualm es mir gestatteten. Ich wäre fast erstickt. Hin und wieder nahm ich die Bibel zur Hand und begann darin zu lesen. Doch es wollte nicht recht gehen, denn der Tabak hatte mir den Kopf zu sehr verwirrt. Als ich jedoch das Buch aufs Geratewohl aufschlug, sprangen mir folgende Worte in die Augen: Rufe mich an in der Nacht, so will ich dich erretten. So sollst du mich preisen. Hallo, ich bin Juli aus der 4C und ich lese jetzt die Fortsetzung des Buches Robinson Crusoe. 9. Kapitel. Als ich erwachte, fühlte ich mich vollkommen gestärkt. Auch war ich heiter und guter Dinge und schien viel rüstiger als am vergangenen Abend. Mein Magen war in besserem Zustand und ich spürte Esslust. Kurz, ich hatte an den folgenden Tagen keinen Anfall und es stellte sich zusehends eine Besserung ein. Das war am 29. Juni. Am 3. Juli verließ mich das Fieber endgültig. Indessen konnte ich meine früheren Kräfte erst einige Wochen später wieder erlangen. Vom 4. Juli bis zum 14. Juli bestand meine Hauptbeschäftigung in Spaziergängen, auf denen ich immer meine Flinte bei mir hatte. Sie war jedoch noch sehr kurz, wie sie eben ein Mensch machte, dessen Kräfte nach einer überstandenen Krankheit nur allmählich wiederkehrte. Diese Erfahrung lehrte mich, dass es für die Gesundheit höchst schädlich ist, während der Regenzeit hinauszugehen, zumal wenn sie von dem Unwetter begleitet wird. Wenn nun aber in der trockenen Jahreszeit niedergehenden Regen stets mit heftigen Gewittern verbunden war, erkannte ich, dass diese viel gefährlicher sind als jene im September und Oktober. Ich war jetzt fast 10 Monate auf dieser unglücklichen Insel und zweifelte an der Möglichkeit, jemals wieder wegzukommen. Ja, ich glaubte sogar fest, dass noch nie ein menschliches Wesen den Fuß auf die Insel gesetzt hatte, da meine Behausung einen Wunsch gemäß nun vollkommen befestigt und geschützt war, hatte ich große Lust, die Insel vollständig zu erforschen, um zu sehen, ob ich nicht doch noch einige mir unbekannte Erzeugnisse entdecken könnte. Am 15. Juli begann ich mit der Erkundung. Zuerst ging ich zu den bereits erwähnten Schlupfhafen, in denen ich mein Floß gelandet war. Nach etwa 2 Meilen merkte ich, dass die Flut sich nicht weiter hinaus ausdehnte, merkte,
dass hier nur noch ein kleiner ruhiger Bach war, da es sehr kaltes Wasser führte. Infolge der trockenen Jahreszeit sah ich sogar an manchen Stellen gar kein Wasser. An den Ufern dieses Baches lagen schöne Savannen, sanft mit üppigen grün bedeckten Wiesen. Auf der höher gelegenen Fläche, die aller Wahrscheinlichkeit nach nie einer Umbeschwemmung ausgesetzt waren, standen eine Menge Tabakpflanzen mit großen, starken Strängeln. Auch verschiedene andere, mir unbekannte Pflanzen traf ich hier an, denen vielleicht geheime Heilkräfte inwohnten, wovon ich keine Ahnung hatte. Am folgenden Tag, dem 16. Juli, schlug ich denselben Weg ein und nachdem ich etwas weitergekommen war, als man am vergangenen Abend sah, ich, dass der Bach und die Savanne plötzlich aufhörten und das Land viel waldiger wurde. Hier lagen verschiedene Früchte am Boden, hauptsächlich Melonen, und an den Bäumen, zwischen denen sich Rebstöcke wandten, fand ich Trauben. Ich kannte ein gutes Mittel, die Traube genießbar zu machen. Ich trocknete sie nämlich an der Sonne und bewahrte sie wie Rosinen auf, denn ich gedachte mir, auf diese Weise eine gesunde und bekömmliche Speise für die Jahreszeit zu verschaffen, wo es keine frischen Trauben mehr gab. Hier verbrachte ich den ganzen Nachmittag und kehrte sogar abends nicht mehr in meine Behausung zurück. Es war das erste Mal, dass ich sozusagen außer Haus schlief. Als es Nacht wurde, nahm ich meine Zuflucht wieder zu meinen allerbesten Mitteln. Ich stieg auf einen Baum und schlief da vortrefflich. Am Morgen setzte ich meine Erkundung fort, legte etwa 4 Meilen zurück, wie ich aus der Länge des Tales abschließen konnte, und ging immer nach Norden und noch hierhinter in meine Hügel kletterten. Gegen Ende dieser Wanderung kam ich an eine Lichtung, die sich nach Westen abzuflachen schien. Eine kleine Quelle entsprang den benachbarten Hügel und floss in östlicher Richtung dahin. Die ganze Gegend war so grün, dass blumenreich und alles prangte in einer so herrlichen Farbenpracht, dass sie einen künstlichen, abgelebten Garten glich. Ich stieg den Abhang dieses herrlichen Tales ein Stück hinab, beschaute es aufmerksam und überlegte mit einem geheimen, aber durch traurige Gedanken getrübten Freunde, dass all dies mein Eigentum, dass ich unbeschränkter Herr und König dieses Landes sei und ein Besitzanrecht darauf hätte. Ja, dass ich es an den anderen übertragen könnte, als wäre es mir durch Erbschaft anheimgefallen. Ich erblickte jetzt noch unmengige Kakao- und Orangen- und Zitronenbäume, die jedoch alle wild waren und in dieser Jahreszeit nur wenige Früchte trugen. Aber die grünen Zitronen, die ich pflückte, waren nicht nur erfrischend, sondern auch sehr gesund. Später mischte ich ihren Saft mit Wasser und ein frischendes und erquickendes Getränk ergab. Hallo, mein Name ist Dominik Pinkney und ich freue mich sehr, Teil des Robinson Crusoe Buchprojektes der DISD zu sein, und das hier ist mein Vorlesebeitrag. Nun hatte ich vollauf zu tun, diese Früchte zu pflücken und in meine Wohnung zu schaffen, denn ich wollte mir einen Vorrat von Trauben und Zitronen anlegen, um für die Regenzeit, die ich nicht mehr allzu fern wusste, versorgt zu sein. Deshalb legte ich einen großen Haufen Trauben an eine Stelle und einen kleineren an eine andere. Sodann häufte ich Zitronen, nahm von jeder Sorte etwas mit und machte mich auf dem Heimweg, fest entschlossen, das nächste Mal einen Sack oder was ich mir gerade anfertigen konnte, mitzubringen, um das Übrige heimzuschaffen. Nachdem ich also 3 Tage unterwegs gewesen war, kehrte ich nach Hause zurück, denn so muss ich schon mein Zelt und meine Höhle bezeichnen. Bevor ich jedoch daheim anlangte, waren meine Trauben verdorben. Die Überreife und der Saft hatten sie platzen lassen, sodass sie kaum noch etwas taugten. Die Zitronen waren im guten Zustand, ich hatte aber nur wenige mitgenommen. Als ich am folgenden Tag, dem 19. Juli, 2 Säcke verfertigt hatte, kehrte ich zu meinem Geernteten zurück, doch wie erstaunt war ich, meine Trauben, die so schön und verlockend gewesen, als ich sie gepflückt hatte, zerstreut, zertreten und teilweise abgefressen wiederzufinden.
Ich schloss daraus, dass sich in der Nähe wilde Tiere aufhalten müssten, die solchen Unfug anrichteten. Allein, welche Art sie sein könnten, wusste ich nicht. Als ich nun sah, dass ich die Trauben weder auf einem Haufen liegen lassen, noch in einem Sack wegtragen konnte, weil sie in dem einen Fell verderben oder aufgefressen, in dem anderen aber zerdrückt würden, ersann ich ein anderes Mittel. Ich sammelte abermals eine große Menge Trauben und hängte sie an die Zweige der Bäume, um sie in der Sonne trocknen zu lassen. Von den Zitronen dagegen nahm ich so viele mit, wie mein Rücken tragen konnte. Auf dem Heimweg bewunderte ich mit wahrer Freude die Fruchtbarkeit des Tales und die reizende, gegen die Seewinde geschützte Lage. Ich kam zu dem Schluss, dass ich meine Wohnung an der denkbar ungünstigsten Stelle der Insel aufgeschlagen hatte. Kurz, ich begann ernstlich an eine Verlegung meiner Behausung zu denken. Ich wollte mir womöglich in diesem schönen Tal ein ebenso sicheres Plätzchen auswählen wie jenes, das ich bis jetzt innehatte. Lange Zeit ging mir dieser Plan im Kopf herum und ließ mich nicht mehr los, weil mich die entzückende Gegend so sehr reizte. Als ich jedoch der Sache genauer überlegte und dabei bedachte, dass ich jetzt nahe dem Meer wohnte, wo wenigstens die Möglichkeit bestand, dass ich einmal ein für mich günstiges Ereignis zutragen könnte, wenn durch einen ähnlichen Unglücksfall wie den meinigen andere Unglückliche ihr Heer verschlagen würden und es meine Gefangenschaft verlängern hieße, schlösse ich mich zwischen Hügeln und Wäldern ein, war mir klar, dass ich meine Wohnung auf keinen Fall verlegen durfte. Dennoch war ich in jenes Tal so verliebt, dass ich fest den ganzen übrigen Teil des Monats Juli dort zubrachte. Und obwohl ich nach jenen Betrachtungen beschlossen hatte, meinen Wohnsitz nicht zu ändern, errichtete ich mir doch eine Art Sommerlaube dort, die ich in einer gewissen Entfernung mit einem zweifachen Zaun umgab. Dieser war so hoch, wie ich reichen konnte und bestand aus dicken Pfählen und Strauchwerk. Hier schlief ich ganz ruhig zwei oder drei Nächte hintereinander. Über den Zaun gelangte ich ebenso wie bei meiner anderen Wohnung mit Hilfe einer Leiter. Ich konnte mir nun einbilden, ein Landhaus und ein Haus am Meer zu besitzen. Diese Arbeit in meiner zweiten Wohnung beschäftigte mich bis Anfang August. Als meine Verschanzung beendet war und ich anfing, die Frucht meiner Arbeit zu genießen, begann die Regenzeit und zwang mich, an meinem ersten Wohnsitz zu bleiben. Denn obwohl ich mir aus einem Stück Segeltuch ein Zelt gleich dem ersten gemacht hatte, so fehlten mir in meiner neuen Behausung doch der Hügel und die Höhle, die mich gegen Gewitter und allzu starken Regen schützen konnten. Zu Beginn des Monats also war, wie gesagt, meine Sommerlaube fertig und ich konnte mich ihrer Annehmlichkeit erfreuen. Am 3. August fand ich die Trauben, die ich seinerzeit aufgehängt hatte, vollkommen getrocknet und es waren in der Tat vortreffliche Rosinen geworden. Folglich nahm ich sie ab und tat sehr wohl daran, denn das nun eintretende Regenwetter hätte sie verdorben und mich um meinen besten Wintervorrat gebracht. Ich hatte mindestens 200 sehr schöne Traubenbüschel beisammen. Vom 14. August bis Mitte Oktober regnete es täglich mehr oder weniger und zuweilen so stark, dass ich manchmal tagelang meine Höhle nicht verlassen konnte. 30. September. So war denn also der traurige Jahrestag meiner Landung herangekommen. Ich zählte die Einschnitte auf meinem Pfahl zusammen und stellte fest, dass ich schon 365 Tage auf der Insel war. Ich weihte diesen Tag durch Fasten und brachte ihn mit Andachtsübungen zu, indem ich mich in tiefer Demut zur Erde niederwarf, dem Schöpfer meiner Sünden beichtete und alles, was er über mich verhängt hatte, als gerechte Strafe erkannte und ihn anflehte, sich meiner zu erbarmen. Ich nahm 12 Stunden lang, nämlich bis zum Untergang der Sonne, keine Nahrung zu mir, aß dann aber einen Zwieback und einige Trauben und begab mich, indem ich den Tag so beschlossen, wie ich ihn begonnen, still zu Bett. Hallo, ich bin Alda. Ich bin 8 Jahre alt und ich werde euch heute die Seite 42 und 43 im Kapitel 10 vorlesen. Kapitel 10. Kurze Zeit danach stellte ich fest, dass meine Tinte zu Ende ging. Ich beschränkte mich also auf die wichtigsten
Begebenheiten meines Lebens und schrieb nicht mehr wie bisher Tag für Tag aller nieder. Ich erkannte jetzt die regelmäßige Folge der trockenen und der regenreichen Jahreszeit. Ich wusste, wann sie eintraten und konnte mich also im Voraus dagegen schützen. Diese Erfahrung musste ich jedoch teuer erkaufen und sie war die bitterste, die ich in meinem Leben gemacht hatte. Ich habe bereits erwähnt, dass ich die paar Ähren Gerste und Reis, deren aufkeimen und ich damals für ein Wunderwerk gehalten, beiseite gelegt hatte. Es mochte etwa 30 Halme, 30 Halme und Reis, 20 Helme Gerste gewesen sein, als die Regengüsse vorüber waren und die Sonne sich gen Süden entfernte. Gedachte ich, die Körner auszusäen. Ich grub daher so gut ich konnte ein Stück Land mir in meine Hölzer rein, Schaufel um, teile es in zwei Hälften und spähte mein Korn. Während dieser Arbeit fiel mir ein, dass ich nicht genau wusste, ob das Wetter dafür geeignet wäre. Ich säte daher nur zwei Drittel meiner Körner und behielt etwa eine Handvoll von jeder Sorte zurück. Wie froh war ich später, auf diesen Gedanken fallen sie zu sein. Kein einziges mehr damals ausgesäten Körner ging auf. Denn da die folgenden Monate sehr trocken waren, konnte sie aus Mangel an Feuchtigkeit keine Keime treiben. Ich sah daher gar nichts davon, bis abermals die Regenzeit eintrat und danach die Halme emporschossen, als wäre sie erst kurz zuvor in den Boden gekommen. Als ich merkte, dass meine ersten Körner nicht wachsen wollten, woran nur die Dürre schuld sein konnte, suchte ich ein feuchteres Eidrich aus, um abermals einen Versuch zu machen. Ich grub daher in der Nähe meiner Besuchung ein Stück Land und setzte im Februar, kurz vor der Frühling, Tagen Nachtgleiche den Rest meiner Körner aus, da diese durch die regenreiche Monate März und April hinlänglich Feuchtigkeit erhielten, gingen sie sehr schön auf und gaben eine sehr gute Ernte. War ich jedoch nur einen Teil der Zurückbehaltung Körner dazu verwendet hatte, meinen ganzen Vorrat wollte ich nicht daran wagen, war der Eintritt natürlich sehr klein. Ich erhielt im Ganzen kaum ein Achtel Schafel von jeder Sorte. Indessen war dieser Versuch eine gute Lehre für mich, denn ich wusste jetzt genau, zu welcher Jahreszeit die Körner in den Boden mussten und dass ich jährlich zweimal sehen und zweimal ernten konnte. Während mein Getreide wuchs, machte ich eine kleine Entdeckung, die mir in Folge sehr, sehr nützlich wurde. Sobald die Regenzeit vorbei war und das Wetter zuverlässig zu wehen begann, etwa im Monat November, machte ich einen Spaziergang zu meiner Sommerlaube, wo ich ungedachte meiner Abwesenheit von mehreren Monaten alles in demselben Zustand wiederfand, in dem ich es verlassen hatte. Meine Umzäunung war nicht nur fest und unfest, sondern die Pfähle
die ich von einigen Bäumen abschnitten hatte, wäre auch alle ausgeschalten und hatten große Zweige bekommen. Gleich gekappten Weidenbäumen, die wieder Triebe ansetzen. Also danke fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat die Seite 82 und 83 gefallen. Tschüss! Hallo, ich bin die Ella aus der 6B und ich werde euch heute die Fortsetzung für das Robinson Crusoe Projekt an der Deutschen Schule in Dubai vorlesen. Ein Buch für alle, alle für ein Buch. Ich weiß den Namen dieser Bäume nicht zu nennen, die mir meine Pfähle lieferten. Überrascht und entzückt, diese jungen Stücke grün zu sehen, beschnitt ich sie und zog sie dergestalt, dass sie so gleichmäßig wie möglich waren, wuchsen. Es ist unglaublich, was für ein schönes Ansehen sie nach 3 Jahren gewann. Der Platz innerhalb meiner Umzäunung maß etwa 25 Schritt im Durchmesser. Die Bäume, denn so konnte ich sie jetzt wohl nennen, überdeckten ihn nach und nach ganz und bildeten ein so dichtes Laubdach, dass ich während der trockenen Zeit darunter wohnen konnte. Dies veranlasste mich, noch mehr Pfähle zu schneiden, in der Absicht, um die Mauer meiner ersten Wohnung eine ähnliche Hecke zu ziehen. Also pflanzte ich eine doppelte Reihe dieser Bäume etwa 8 Schritt von meiner ersten Umzäunung entfernt. Sie schlugen alsdann aus und bildeten in Kürze ein schönes Dach über meiner Wohnung. Später dienten sie mir auch zu meiner Verteidigung, wie ich an passender Stelle berichten werde. Ich hatte damals die Erfahrung gemacht, dass sich die Jahreszeiten hier nicht in Sommer und Winter wie in Europa, sondern in die Zeit des Regens und der Dürre einteilen ließen. Die Regenzeit erstreckte sich manchmal über längere, manchmal über kürzere Zeit, je nachdem, woher der Wind wehte. Da ich am eigenen Leib erfahren hatte, wie gefährlich es war, während der Regengüsse im Freien zu sein, war ich stets darauf bedacht, mich im Voraus mit Lebensmitteln zu versorgen, um nicht hinaus zu müssen. Während dieser Zeit fehlte es mir jedoch keineswegs an Beschäftigung, denn ich brauchte eine Menge Gegenstände, die ich mir nur durch anstrengende Arbeit und anhaltenden Fleiß verschaffen konnte. So versuchte ich auf verschiedene Weise, mir einen Korb zu flechten. Allein die Routen, die ich mir dazu geschnitten hatte, brachen so leicht, dass ich nichts damit anfangen konnte. Es war mir indessen von großem Nutzen, dass ich schon in meiner Kindheit Gefallen daran gefunden hatte, mich oft bei einem Korbmacher aufzuhalten, der sich an dem Wohnort meines Vaters befand, um ihm zuzusehen, wenn er an seinen beiden Geflechten arbeitete. Dienstfertig, wie es gewöhnlich kleine Knaben sind, und aufmerksam beobachtend, wie er seine Arbeit machte, legte ich zuweilen mit Hand an. Ich hatte auf diese Weise gelernt, wie man solche Geflechte fertigbringt, und es fehlte mir nur an dem richtigen Material. Endlich überlegte ich, dass die Zweige der Bäume, von denen ich meine Pfähle genommen, wohl ebenso biegsam sein könnten wie die englischen Weidenruten, und ich beschloss, mich davon zu überzeugen. Ich ging deshalb am folgenden Tag zu meinem Landhaus, wie ich es nannte, und nachdem ich einige dünne Zweige abgeschnitten hatte, fand ich sie so tauglich, wie ich sie mir nur wünschen konnte. Mit einem Beil versehen, kehrte ich die nächsten Tage dahin zurück, um eine große Menge abzuhauen, was mir auch ohne Mühe gelang. Ich legte sie innerhalb meiner Umzäunung auf den Boden, um sie trocknen zu lassen, und trug sie später in meine Höhle. Während der nächsten Regenzeit verfertigte ich mir dann, so gut es ging, eine Anzahl Körbe, teils um Erde darin zu tragen, teils um verschiedene Gegenstände in ihnen aufzubewahren. Obgleich sie nicht sehr ordentlich gearbeitet waren, leisteten sie mir doch gute Dienste. Auch war ich seitdem darauf bedacht, dass ich mir immer einige zur Hand hatte, so wie die alten Körbe nichts mehr taugten. Hallo, ich bin Aline aus der 6C und ich lese jetzt die Fortsetzung für das 10. Kapitel und für das Robinson Crusoe Projekt an der Deutschen Internationalen Schule Dubai. Ich wieder neue. Besonders aber verfertigte ich starke und tiefe Körbe, um mein Getreide darin aufzubewahren, anstatt es in Säcke zu tun, falls ich eine gute Ernte haben sollte. Als diese Schwierigkeit überwunden war, was mir unendlich viel Zeit stahl, dachte ich darüber nach, ob es mir nicht möglich wäre, 2 andere Mängeln abzuhelfen.
Mein ganzes Geschirr bestand aus zwei mit Rum gefüllten Fässern, mehreren gläsernen Flaschen von mittlerer Größe und einigen viereckigen Flaschen, die Wasser und Branntwein enthielten. Ich besaß nicht einmal einen Topf, um irgendwas zu sieden, mit Ausnahme eines Kessels, den ich aus dem Schiff gerettet hatte, der aber viel zu groß war, um für mich allein Fleischbrühe darin zuzubereiten oder ein Stück Fleisch schmoren zu lassen. Der zweite Gegenstand, den ich mir wünschte, war eine gute Tabakspfeife. Es war mir jedoch unmöglich, eine zustande zu bringen. Schließlich gelang es mir jedoch, auch eine glückliche Erfindung in dieser Hinsicht zu machen. Den ganzen Sommer über, oder vielmehr während der trockenen Jahreszeit, hatte ich mich damit beschäftigt, die zweite Reihe meiner Pfähle zu pflanzen, als eine Arbeit dazwischen kam, die mich mehr Zeit kostete, als ich für meine Mußestunden festgesetzt hatte. Ich habe schon einmal erwähnt, dass es mein Wunsch war, die ganze Insel zu durchstreifen und dass ich meine Ausflüge bis zu dem Bach ausdehnte und später bis zu der Stelle, an der ich mir eine Sommerlaube gebaut, von wo aus ich einen so schönen Blick zum Meer auf der entgegengesetzten Seite der Insel gehabt hatte. Ich beschloss daher, bis zu jenem Ufer vorbeizudringen und machte mich auf den Weg, nicht nur meine Flinte, mein Beil, mein Hund und einen größeren Vorrat Pulver, wie gewöhnlich mit mir führend, sondern auch zwei Stück Zwieback und eine größere Menge Trauben. Als ich das Tal durchwandert hatte, in dem sich meine Sommerlaube befand, entdeckte ich im Westen das Meer und konnte, da das Wetter sehr klar war, sogar in der Entfernung Land erblicken, vermochte jedoch nicht zu unterscheiden, ob es eine Insel oder ob es Festland war. Es lag hoch über dem Meer und erstreckte sich vom Westen nach West-Südwesten und war mindestens 50 bis 60 Meilen von mir entfernt. Welcher Teil der Erde mochte das wohl sein? Es schien mir wahrlich, dass er zu Amerika gehörte. Meinen Beobachtungen nach musste er an die spanische Besitzungen grenzen, ohne Zweifel aber von Wilden bewohnt sein. Wäre ich dort an Land gekommen, hätte mich sicher ein noch weit schlimmeres Schicksal getroffen. Ich fügte mich daher in die Vorsehung, die alles, was ich jetzt zu erkennen und zu glauben begann, aufs Beste ordnete. So beruhigte sich mein Gemüt, anstatt sich mit dem nutzlosen Wunsch zu quälen, in jenem Land sein zu können. Nachdem ich noch reiflich über diese Entdeckung nachgedacht hatte, kam ich zu dem Schluss, dass ich, wenn diese Gegend wirklich spanischer Besitz sein sollte, unfehlbar über kurz oder lang einmal ein Schiff vorübersegeln sehen müsste. Wenn nicht, dann war es die eingeborenen Küste, die zwischen den spanischen Besitzungen und Brasilien liegt und von den schlimmsten Wilden, den Kannibalen, bewohnt wird, die jeden, der in ihre Hände fällt, umbringen und auffressen.